Hey und herzlich willkommen zur ersten Folge von Minecraft EasyVaro 4. Hey. Wir sind hier in einem Kreis. Er ist diesmal etwas spezieller und ziemlich groß. Ich sehe noch keine gegnerischen Teams irgendwie aus irgendeinem Grund. Ich habe keine Ahnung genau, wie viel heute starten, wie viel morgen starten. Insgesamt sind es circa 30 Leute. Es variiert die permanent, deshalb kann ich es nicht genau sagen. Das Spawn ist da vor uns, sieht man, das Netherportal. Die Regeln sind eh wie immer, wir dürfen keine Tränke brauen, außer die und diejenigen mit Regeneration, Hupfen und bla bla bla. Und OP-Äpfel ist auch verboten. Genau, nur die Goldäpfel und nicht die OP-Äpfel. Und es startet! Ja, geil! Nice! 30 Sekunden und ein angebliches 5 Minuten Schutzzeit. Und dadurch, dass 5 Minuten Schutzzeit ist, könnten wir eigentlich direkt in die Mitte gehen. Hier am besten zum Kisten oder? Ja, können wir was machen. Okay. Den 5 Minuten, hoppala, was sag ich. Ja, schauen wir mal, wie lange 5 Schutzzeit steht. Ja, steht nicht, wie lange ist, gell? Wurscht, bauen wir Baum auf, oder? Ja, super. Okay, wenn du, ich stehe dann wieder im Schutz, also ich hoffe, die Gegner sind uns nicht immer. Oh, das craften schon, oder? Da nehmen uns jetzt einer, ich probiere mal aus, ob es geht hier. Ja, es geht, Philipp. Pass auf, der hat schon Wutschwert. Pass auf, der macht 4 Herzen. Was? Renn weg! Ja, ich bin hier. Hey und herzlich willkommen zur ersten Folge von EasyVaro 4. Hallo! Wir starten heute leider später ins Projekt, weil wir in der ersten Folge schon innerhalb von 20 Sekunden gestorben sind, obwohl wir eine 5-minütige Schutzzeit hatten. Ja, und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach direkt los. Genau. Es ist ein Varo-Projekt, ganz normal. Okay, ich kann halt mal einloggen. Okay, jetzt kann ich anlocken. So, wir sind jetzt nebeneinander irgendwo. Border 1000 irgendwas. 1700. Ja, das macht nichts. Okay. Ey, da ist ein Workbench, da war schon wer. Lol. Gehen wir das Wasser. Alter, das ist kein einziger Baum. Ja. Gehen wir zum Wasser, weil da haben wir höher wahrscheinlich. Da hinten beim Wasser ist ein Baum. Ja, ich hab gerade einen Zuckerwagen gedacht. Ey, bist du mal schwer? So. Ja. Was schon? Ich habe meine Atemskolben. Ja, nicht schlecht. Die Hühnchen alle mitnehmen wäre nicht so verkehrt, wegen Pfeile und so und Fleisch. Ja. Du kennst es. Hey, es ist einer am Server, gell? Wie man da jetzt gerade nicht. Da ist ein bisschen Kohle. Halt. Ich wollte ein bisschen Fuchs. Oh, abbauen. Na, das ist sogar abgebaut, gell? Echt? Hey, was ist denn los auf dem Server? Ja. Da hat halt einer eine Stunde lang nur Baum abgeklopft oder so. Das müssen sie halt einfach mal machen. Das wird sich halt nicht auszahlen, aber. Philipp, wir sollten zusammenbleiben. Es ist einer am Server und wir starten spät. Das heißt, wir haben noch eine 5-minütige Schutzzeit rein, theoretisch. Rein theoretisch. Nur, also, wie gut er geklappt hat, haben wir in der ersten Folge gesehen. Weil es steht nämlich schon daneben Folge 2. Was? Ja, ich wo gehen wir weiter für? Was ist überhaupt bei mir? Komm zu mir. Ich muss die Folge, wo du bist. Am Wasser? Entlang gehen. Entlang gehen. Ja, nur. Beim Baum vorbei. Oi, oi, oi. Ich baue den Baum heute mal ab. Ja, ich war noch abblockt. Weißt du, wo ich die Hühnchen abgeschlachtet habe? Ja, die ersten, ja. Ja, und da bin ich nicht links beim Wasser, dann bin ich rechts beim Wasser. Ja, ich sehe schon Baum. Hast du schon Axt? Ich habe nur Holzspitzhack. Ja, bei meiner Holzaxt. Wir haben halt so viel Holz. Hey, wieso da. Also, wir sind direkt am Spawn, da sind die Spawnplätze.
Was, ey? Schau, das sind aber Spawnplätze. Ein Zuckerrohr. Ja, nicht mit Zuckerrohr. Wir sollten uns einmal zusammenfinden, Philipp. Das fängt ja, schon neben dir. Ja, passt. Ja, den gewusst, es war lustig die ganze Zeit. Ja. Nein, Mann, es ist an am Server und wir sind so schlecht equipped und unsere 5-minütige Schutzzeit ist auch schon aus. Okay. Deshalb müssen wir aufpassen, jetzt haben wir kein Ausweg mehr, wenn wir sterben. Ja, was? Ja, Philipp, ich kümmere mich jetzt da mal kurz. Ja, komm dann zu mir. Ja, da bleibe ich. Was da ist, aber schön. Kühe und Schafe. Ja, ich baue jetzt gerade mal ab. Wir sind direkt am Spawn. Ja. Schauen wir mal dumm, ob es den Namen fix. Tronics fix. Oder was sind das für Spawnplätze? Keine Ahnung. Was da erstellt wird? Jo. Aber. Ich mach gar nichts. Erstellen. Blau, Essen haben wir bald genug. Ja, ich sag, achso, wir haben noch Kohle. Genau. Also wir brauchen schnell Kohle, damit wir das essen, damit wir es nicht roh essen müssen. Ja, der Kohle ist da oben auf dem Berg. Oder magst du lieber mal weggehen, obwohl wir keine direkt die zweite Folge aufnehmen? Nein, wir bleiben da oben so. Okay, ja. Ich brauche mal den Tag. Ja. Da kriegst du mal eine Axt. Schwert und ich mach die gleiche Dinger auf Spielzeiten. Kannst du mir Holz geben? Brauchst du noch? Die Schaufel brauchen nicht, oder? Nein. Hast du schon alles? Ja, ich hab alles. Jetzt brauchen wir Kohle und Nahrung und hast du Zucker mitgenommen? Zucker, ja, wie mach 6. 6, okay, alles. Ja, für das Versorgungslevel reicht schon mal. Genau, oder? 6. Ja, okay. Also hast du schon weg, deine Sachen. Das ist uncool. Man könnte die Holzsachen verbrennen. Ja, das macht das im Namen. Ich kann die eigentlich schon machen, aber ich bleibe jetzt mal bei dir. Weißt ja, das ist cool. Da oben am Berg, Christine? Genau, da oben ist auch cool. Also, okay. Ja, okay, wir sind jetzt im Spawn. Kannst du einen Ofen bauen? Ich hab schon. Sorry, wenn du die Kisten schauen. Wenn du mir einen Ofen reinsetzt, ja. Ja, okay. Ich hau da gerade mal ein Schwert rein. Ich schau mal zu den Kisten. Natürlich. Eiern dürfen wir nicht, da ich verschießt die gerne. Okay, er hat es verlassen, das heißt, wir sind jetzt alleine. Mhm. Ich bringe mir mal zwei Kisten gerne mit, weil wir dürfen laut den Regeln zwei Kisten protecten pro Team. Schild drauf hauen und dann passt das. Ich schätze mal bitte, dass wenn die Hälfte leer ist, ist alles leer, oder? Ich wahrscheinlich. Ja, ich schau nicht weiter. Ja, ich hoffe, man darf überhaupt den Spawn abbauen, so wie ich es gerade gemacht habe, die Kisten. Keine Ahnung. Es sind nur Kisten, Leute. Aber ja, in dem Projekt sind die Plugins nicht so fortgeschritten wie in den meisten anderen Ländern. Braucht ein bisschen sehr auffällig zur Zeit. Ja, und auch den Server. Ja, weißt du. So, wo geht's? Brauchen wir Hülle? Oder Zuckerrohr? Zuckerrohr brauchen wir. Ja, dann gehen wir weiter, oder? Ja, ich brauche da gerade noch mit meiner Hülle. Ich brauche jetzt ein bisschen mehr. Ja, jetzt hätte ich gesagt, gehen wir in irgendeine Richtung. Hast du schon überlegt, ne? Ja, wo wir Hülle sind, ist nächstes. Das dauert mal, oder? Lang, oder? Ja, komm. Ja, ich hab nichts. Braucht nichts. Bauen wir es einfach auf. Es war wahrscheinlich gerade eine kleine Verschwendung, aber. Gib mir mal was. Also, ich hab nur eins, wie kriegst du? Ja, da kriegst du. Okay, danke, ich hab gerne. Ja, ja, gehen wir in die Richtung, weil in der anderen waren wir gerade. Ja. Pures brauchen wir nicht. Brauchen wir noch ein bisschen Holz, gell? Ja, ein bisschen. Ja, nehmen wir mit. Okay, du nimmst den, ich schau da. Ich nehme die Schweine noch mit. Jetzt wird's dunkel. Neblig wird's für mich sogar. Besser noch. Besser noch, ja. Tack, tack. Was ist das? Da ist auch noch Spawn. Ja, ist das Spawn ist ziemlich weit.
Ich weiß nicht, für wie viele Leute der eingestellt war. Da sind wir gespawnt in der ersten Folge. Ah, ja, den Baum stimmt. Haben wir hingemacht. Ja. Ich wollte gerade sagen, der ist fix gestorben, weil den Baum waren halt alles von wir. Weil es war natürlich noch die Schutzzeit, aber die war vom Plugin her nicht drinnen. Das heißt, man hat sie trotzdem. Gehen wir untergrund, was dunkel ist, oder? Ja, die Levels fahren. Das ist unsinnig gemeint. Ja, ziemlich unsinnig. Ja, gehen wir untergrund. Ich bin im Wasser, pass auf. Bleiben wir gleich da, oder? Ist da eine Höhle? Ja, nein, aber. Oder willst du anders hin? Ich brauche eine Höhle. Okay, ja. Ich komm gleich. Es gibt Chaos, die sind ganz Zombies versammelt zwischen. Ja, wohin gehen wir? Gehst du mich noch? Ja. Ja, passt. Zombies verlaufen. Ja. Du willst also eine Höhle anfinden und bauen? Genau. Ja, okay. Ja, so schlimm ist auch nicht, oder? Ich bin mir gar nicht sicher, welche Schwierigkeit wir spielen. Aber ich glaube auf Hardcore wie immer. Hey, da ist was. Wahrscheinlich nur so Lappen. Nee, das geht's gut bergab. Schaust du, ob du hast Zombies mit? Ja, das spiel ich nicht so. Irgendwie ist da gerade der Mondschein so schön. Ja, schau auf den Mond. Keine besseren Sachen zu tun im Valor. Ja, soll ich dich jetzt bitte protecten oder was soll ich ja, machen? Ja, hast du Faschen? Brauche ich nicht. Ein Bogi kommt auch noch. Ja, genau. Jo. Scheiß Bogi. Ja, mit dem Bogen. Ja, gut. Mit zwei Schüsse. Du hast noch ein Bogi. Hey, du hast direkt am einfachen Fackeln gemacht. Das ist eigentlich so das Dümmste, was man darum machen kann. So. Muss ich eh wieder machen. Ich geh da bergauf, das heißt, ich protect immer nicht, gell? Mhm. Nicht, dass du davon ausgehst. Oh, ist da was, Pipo? So, da ist immer die Höhle zu Ende. Wir sind jetzt zwar immer noch ziemlich Spawn-Nähe. Aber mach Öl ist aus. Echt? Mhm. Ich nehme da noch ein bisschen. Ich craft nicht. Ja, wir müssen eine andere Höhle finden. Okay. Wir craften uns beide jetzt da einmal Schaufel. Irgendwie braucht man die doch öfters als gedacht. Mhm. Ich gehe außen. Passt ja. Die Kohle lasse ich da liegen, gell? Ja. Kommst du? Ja. Mhm. Ich gebe dir eine Schaufel, warte. Ja, bin draußen. Ah, Creeper rechts von dir. Hinter dir. Ja, geh mal weg. Wohin? Nach rechts, da ist das Spawn, wo wir gerade hinhaben. Geh mal nach rechts, warte. Warte, ich droppe da die Schaufel. Mhm. Da kommt noch ein Creeper. Ich nehme noch ein paar Schafe mit. Hey, Schafe, Schafe. Wow. Muss einfach die Zombies und so. Hey, da war schon wieder wer. Wir müssen entweder weiter links oder rechts, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo die links sind. Da drüben ist eine Höhle. Wo denn? Ja, hinter dir ist alles voller Zombies und so. Ja, was? Jetzt kommt er zu mir. Ach, Scheiße, Alter. Hui, da hat man doch nichts verloren. Hey, das ist gefährlich, was ich da gerade mache. So wie da eigentlich? Philipp Bogi, komm, wie ist bei dir? Ja, was? Vor der Tier? Und der Creeper, Alter, Philipp, ich komme rein. Was? Warum sagst du ihm nur was? Ich komme jetzt von der anderen Seite. Komm. Ja, und? Bist du da? Nein. Ja, was soll ich machen? Ja, kommst du her. Ja, jetzt komm ich. Wir sind jetzt gerade Gott sei Dank alle ins Wasser reingefallen. Alter, Essen haben wir mittlerweile schon ziemlich viel gefällt, man. Wo bist denn du? Was die fucking no. Ja, lass dich halt einmal liegen, wie du willst. Also nimmst du mit? Ja, nimmst halt mit. Ja, aber dann spawnen da die ganze Zeit Zombies, wenn wir es mitnehmen. Ah, da lassen wir es einfach. Wenn man die Höhle nicht einigeht, sieht man sie nicht. Ja, wir haben noch 2 Minuten. Eisen wäre praktisch, gell? Oder? Ja, genau.
Ja, ich hab dich grad nicht im Überblick, ey. Ja, sollten wir, ja, wenn wir schon. Das ist mehr als Kohle. Kohle. Ja, ist alles wohl nur Kohle. Ich hab noch nie so viel Kohle in einer Höhle gefunden. Ja, okay. Ehrlich gesagt, echt nicht, ne? Noch mehr Kohle. Aber die Grey Wool ist brauchen wir nicht hin. Ah, das ist der Iron Spot. Ich habe entweder das für 20 übersehen oder es gibt keinen in der Höhle. Noch ein Iron Spot in der Küche. Ich baue mal so zu dir um mich, vielleicht mit dir dann essen. Hey, wo bist du jetzt? Ja, Alter. Durch die Höhle, sprinten. Ja, irgendwie war es doch nicht so die beste Idee, was ich gut gehabt habe. Mir ist vorgekommen, du warst so geil. What you're doing, my friend? Ja, ein bisschen Street Man Shit. Er macht das auf Iron wieder. Ne? Mhm. So viel Iron brauchen wir eigentlich auch wieder, ne? Ja, aber der auf dir ist ganz viel. Ja, ist möglich. Hey, wir sollten uns mal zusammenspielen, wir sind an und weg. Ja. Ich bin bei den Fackeln. Du? Ja, geh noch die Fackeln. Bergauf, bergauf. Straß entlang. Bergauf. Straß entlang. Da wollen wir. Ja, dann halt nicht. Wir finden uns nie mehr bei deinen Anzahlen. Ja, fucking entlang gehen. Ja, was mache ich, wenn wir schon drauf? Ja, ich besiege die eh schon auf dem Streifen. Boom. So ziemlich gut. Geil, was? Ja, kommst du zu mir und ich zu dir? Nein, geh weit. Nee, in 30 Sekunden sind wir weg. Ich bleib jetzt einfach da, Philipp. Tschüss. Tschüss. Ja, bei mir ist es schon dunkel, dass ich auch respawnen kann, das passt dann schon. Du bist, glaube ich, direkt unter mir. Wahrscheinlich. Ja, ich habe wieder professionell zugemacht, jetzt auch nicht sieht und nicht mit Kabelstone. Ja, dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Falls euch die erste Runde Varo gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wir hoffen natürlich, dass wir gewinnen oder weit kommen oder wenigstens einmal einen Kill. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.